bene. Das ist es selbst, die ländliche Schöne. Ich will sie sehen, ihr Liebe gestehen, in Wonne vergehen, in Wonne vergehen. Und sie muss, wenn mir es gelingen, ihr Herz zu gewinnen. Sie ist deiner wert, ich falsche dich nicht. Nein, nein! Liebenswürdig gewesen sein. Aber sie hatte auch Grundsätze. Als sie erfuhr, dass Ödipus ihr Sohn sei, erhängte sie sich. Wohlan, Eleonore Jokaste, Gräfin von Eberbach, spiegele dich in jenem erhabenen Vorbilde. Wahre deine Grundsätze wie sie. Aber hänge dich nicht auf. Um Himmels Gottes Willen, nur das nicht, Frau Gräfin. Keine Sorge, mein teurer Freund, Teilesias. Ist für den morgenden Tag alles geordnet. Alles sich verrückt. Nur mit etwas bin ich getrunken, das Wort gar nicht ins Mut zu nehmen. Nur heraus damit. Schwuli töten. Schwuli töten. Schauder fasst mich an bei diesem Wort. Mir auch. Musikanten ja gesagt. Gibt es wohl ein Übel, das von Ödipus forterbend uns nicht Zeus erschuf? Da kann ich so auch nicht helfen. Ich hätte einen Vorschlag, Frau Gräfin. Der Schulmeister Baculus, ein äußerst gelehrter Mann, spielt das Klavier wie verrockt. Oder ist draussen? Ja, ist hier. Im Vorzimmer und hat ein Bitt. Nur herein mit ihm. Hat er den Stallmeister gesehen? Nein, aber ich. Eure Vorlesung muss einen gewaltigen Griff haben. Meine Vorlesung ist ergreifend. Ich verrückt. Herr Baculus, kommt, die gnädige Frau, du hast dich empfohlen. Strahl der Sonne, schönstes Licht, das je dieses Theatervolk ist. Was hör ich? Thebaner Volkes siebentoriger Stadt erschien. Sie kennen dieses erhabene Gedicht des grauen Altertums. Durch und durch, Käffchen da, durch und durch. Schulen so gänzlich vernachlässigt. Abscheulich. Aber in meiner Schule kultivieren Sie diese Wissenschaft.
geschafft? Tagtäglich. Morgens das ABC, nachmittags Sophokles. Sie sind mir von Zeus gesandt. Nein, Herr Pankratius hat mich geschickt. Dann kennt er sich wohl auch aus mit der Einrichtung der griechischen Schauspielbühne. Ich habe davon gehört. Stand der Altar mehr nach hinten oder in der Mitte der Orchestra? Wahrscheinlich. Allerdings, ich würde ihn in die Mitte setzen. Orchester immer in die Mitte. Und die drei Türen im Hintergrunde? Auch in die Mitte. Die Seitentüren auch? Alles in die Mitte. Das ist altgriechisch. Der Mann ist nicht uninteressant. Aber einen Übelstand haben wir noch. Wir haben keinen Chor. Oh, wenn ich untertänigst meine Schuljugend offerieren dürfte. Kinder, die Chöre sind Ihnen doch gänzlich unbekannt. Wie erhebend ist doch gleich der erste Strahl der Sonne, schönstes Licht und so weiter und so weiter. Vielleicht ließe sich das schöne Lied »Der Mond ist aufgegangen« verwenden. Und so weiter, und so weiter. Nein, Herr Schulmeister, ich werde das Ganze melodramatisch behandeln. Sehr gut, sehr zweckmäßig. Ich hoffe, durch die morgige Aufführung den Grafen für die griechische Tragödie zu begeistern. Dann lernt er wohl noch weise zu werden, der Alte. Nicht übel. Im Alter. Der Mann hat auch Witz. Sieh mir aus den Augen, diese Kühnheit geht so weit, diese Kühnheit geht so weit, soll ich Gewalt auflösen, ach denn der Herr an Herzlichkeit. Dieser Mann soll zu beleidigen, ich bin stark. Dieser Mann ist nicht zu verteidigen, hören Sie mich ruhig an. Hören Sie mich ruhig an, er ist ein Wildtrieb, oh ich bitte. Ja, ein Wildtrieb! Darum liebe, finde ein Exempel statt, darum finde ein Exempel statt. Jeder Mensch in seinem Leben meinen Tod geschlossen hat. Und mir gestand er frei, dass er Schulmeister sei, dass er Schulmeister sei. Das bin ich auch. Und find den Himmel mit. Das ist es ja, das ist es ja. Yeah.
Darüber wundern Sie sich sehr, darüber wundern Sie sich sehr. Der Student, 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 mein Vetter wollte ich sagen. Die Herrschaften gehen und ich habe meine Angelegenheiten immer noch nicht vorgetragen. Schönes Kind, ich bedauere dich von Herzen. Ja, aber warum denn? Du kannst nicht glücklich werden mit diesem Mann. Oh, man muss sich in sein Schicksal fügen. Er wird sich wundern, Herr Student. Der Staumeister soll zum Nachtessen kommen. Wer schafft erwartet? Ich, verrückt. Ich habe keinen Appetit. Mein Appetit ist grenzenlos. Umso besser, ich habe den Auftrag, euch zu restaurieren. Lieber Mann, so etwas lässt man sich nicht zweimal sagen. Was? Sie will mich hier alleine lassen? Ein was? Der Herr bleibt ja da. Eben. Ich habe Hunger. Seine Braut ist in den besten Händen. Aber lass Sie mich nicht zu lange warten. Herr Stallmeister, ja? Greifen Sie ruhig zu. Ich bin nicht eifersüchtig. Hör mir jetzt endlich! Ich habe Hunger. Es ist verrückt! Gretchen? Gretchen? Als meine Frau
Herr, war ich sehr unglücklich. Ich wollte mich bereits erschießen. Wie ich sehe, habt ihr es noch nicht getan. Es kann aber noch dahin kommen. Als ich dich zum ersten Mal sah, war mir gleich, als hätte ich mein Herz schon längst gekannt. Mein Schmerz wurde milder. Und dann stand es plötzlich vor meiner Seele. Lass alle, die Leiden lassen.
zu reden. Wie es scheint, neigt sich euer Appetit nach etwas anderem, Herr Stallmeister. Ganz recht, die Geschmäcker sind verschieden, nicht wahr, Herr Student? Herr Bruder, das Mädchen ist bezaubernd. Ja, der Meinung bin ich auch. Herr Schulmeister, meine Frau hat ein gutes Wort für ihn eingelegt. Damit ist die Sache aber noch nicht abgetan. Geh er jetzt nach Hause. Draußen befindet sich eine überaus feuchte Atmosphäre. Was? Der enorme Regen. Wollen Herr Graf nicht huldreifst eine Droschke kommandieren? Unverschämt. Am Ende soll ich ihn mit 4 Pferden nach Hause kutschieren? Nein, 2 reichen. Du! So mag er hier im Schlosse bleiben. Und meine Braut? Bleibt auch. Versteht sich? Meine Braut? Die da! Da hat er mehr als eine. Gott bewahre. Sie mag bei der Kammerjungfer bleiben. Wenn die Kammerjungfer es zufrieden ist, Herr Student. Ich bliebe lieber hier im Saal. Ja, ganz wie du willst, mein schönes Kind. So mag ihr beim Verwalter schlafen. Und ich soll hier alleine bleiben? Wenn ihr nicht hier bleibt, werde ich alles verraten. Meinetwegen. Herr Stallmeister, wünsche wohl zu ruhen. Ich bin doch nicht müde. Vielleicht ein kleines Spielchen gefällig. Meinetwegen. Na, die Nacht scheint ja äußerst interessant zu werden. Ich werde den Choral für morgen noch einmal durchnehmen. Ich habe nur eins, Sie sitzen auf, doch sind Sie mir ein Überlegen. So bin ich in den Tod, wie viel, oder ich liebe 24. Meinetwegen. Lass mich nie.
wissen, ob ihr Reitpferd wiederhol. Werde ihr zu Diensten stehen, morgen früh, dann gleich im Augenblick. Als Josefine steht zu kleinen, what?